Schlaf ist ein menschliches Grundbedürfnis, Party machen nicht. Leute, ich hoffe, ihr schlaft heute Abend gut. Das ist ein Ballermann, der sich hier entwickelt hat. Was hier als Party abgeht, ist für mich Terror. Und ich kann wirklich jeden Anwohner verstehen, der hier wegzieht. Sommer in der Stadt. Die Parks werden zu riesigen Chill-Out-Zonen. In Köln ist der Aachener Weiher ein beliebter Treffpunkt. Am frühen Abend bringt sich diese Studentengruppe hier in Stimmung. Später wollen sie weiterziehen durch die Stadt. Also wenn die Sonne scheint, dann trinke ich mein Bier lieber draußen als drin. Es ist kurz nach 21 Uhr. Noch immer herrscht Hochbetrieb am Aachener Weiher. Zeit, sich auf den Weg zu machen. Im Bütchen 66 legt die Gruppe noch einen kleinen Zwischenstopp ein. Für die Studenten die Gelegenheit, sich noch mal günstig mit Getränken einzudecken. Ja, so macht halt auf jeden Fall einen Unterschied, ob ich mir jetzt irgendwie ein Bütchen für ein großes Bier 1,50, 2 Euro oder eine Mate irgendwie 1,80 hole oder halt in einer Bar zahle ich halt direkt für das Gleiche so 3,50, 4 Euro. Weiter geht es zum Brüsseler Platz, einem der angesagtesten Open-Air-Treffpunkte in Köln. An schönen Sommerabenden feiern hier bis zu 2000 Menschen. Als die Studentengruppe kurz nach 22 Uhr ankommt, ist der Platz schon proppenvoll. Von allen möglichen Seiten kommen die Leute quasi aus ihren Löchern, in denen die den ganzen Winter gehockt haben. Und jetzt freuen sich alle einfach über das schöne Wetter, trinken Bier zusammen. Und es macht einfach Spaß. Tagsüber ist der Brüsseler Platz im belgischen Viertel eine Oase der Ruhe. Beste Wohngegend, ringsum dicht bebaut. Elsbeth Heilscher und Werner Kühl leben seit mehr als 30 Jahren hier. Sie schimpfen auf die Stadt, die es einfach zulässt, dass hier nachts gefeiert werden darf, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Wir haben nur vier Probleme am Brüsseler Platz. Erstens Suff, zweitens Kiff, drittens Krach, viertens Dreck. Schlaf ist ein menschliches Grundbedürfnis, Party machen nicht. Das ist hier in Köln am Brüsseler Platz völlig anders. Im Suff nehmen Feiernde keinerlei Rücksicht und verlieren alle Hemmungen. Im Sommer, wenn die Temperaturen sehr hoch sind, schließt die Tür manchmal nicht so richtig. Und da sitzen da welche drin, die gerade unaniert haben, die Sex machen. Ihre Verdauung entrichtet haben. Ja. Oder aber die auch Sex machen vor der Mülltonne. Was hier als Party abgeht, ist für mich Terror. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt spielt sich das Nachtleben im Sommer vielerorts unter freiem Himmel ab. Einer der Hotspots ist der Gärtnerplatz. Trinken, tanzen, Musik hören. Das urbane Lebensgefühl lässt sich hier nicht leise genießen. In Kopenhagen steht das Telefon. 23 Uhr. Für Gertraud Baumgartner und ihre Kollegin Dilek Demircan beginnt die Nachtschicht. Die Mitarbeiterinnen vom Sozialreferat der Stadt sollen am Gärtnerplatz für Ruhe sorgen. Also wir haben ja immer diese Westen dabei, wenn wir am Gärtnerplatz sind, damit wir auch erkennbar sind. Weil wir ja für Anwohnende und für die Feiernden da sind. Das heißt, das Ziel, dass alle friedlich feiern können und die anderen aber auch schlafen, damit man dem möglichst nahe kommt. An Sommerwochenenden sind die Konfliktmanager der Stadt bis 4 Uhr morgens im Einsatz. In Zweierteams versuchen sie, bei den Feiernden Verständnis für die Anwohner zu wecken, die irgendwann ihre Ruhe haben und schlafen wollen. Ich meine, wenn du einen Gärtnerplatz siehst und du siehst es hier, dann stellst du dir schon vor, weißt du, das ist halt so. Und wenn du schon seit 20 Jahren hier gewohnt hast und du weißt, es hat sich jetzt verändert, es ist mit der Zeit gekommen, dann musst du dich daran gewöhnen. Weißt du? Daran gewöhnen, dass auf dem Gärtnerplatz bis in die Nacht laut gefeiert wird, will Leo Radcliffe sich nicht. Mit seiner Partnerin und den zwei Kindern wohnt er seit 3 Jahren hier. Nicht nur die Kinder, die abends als Erste ins Bett müssen, leiden unter dem Feierlärm. Wir schauen doch mal, wie viel Dezibel der Kater draußen so los sind. Ne? Maja Greiner misst die Lautstärke. Es sind über 60 Dezibel. Eigentlich liegt während der gesetzlich geregelten Nachtruhe der Höchstwert bei 45 Dezibel. Köln, Brüsseler Platz. Es ist mittlerweile 23 Uhr. Seit einer Stunde müsste auch hier eigentlich Nachtruhe herrschen. Wenn ich jetzt hier eine Wohnung hätte, ich würde das natürlich total feiern. Aber wenn du natürlich 50 Jahre alt bist und deine Ruhe haben willst im Sommer und die Fenster nachts aufmachst, dann ist das natürlich nicht so geil. Deswegen, Leute,
Ich hoffe, ihr schlaft heute Abend gut. Gut schlafen. Für Natalia und Karl-Josef Wallmeier ist das ein frommer Wunsch. Der Rentner ist am Brüsseler Platz aufgewachsen. Schon seine Großeltern lebten hier. Ich meine, wir leben vier Generationen jetzt hier. Ich kann ja nicht wegziehen, nur weil da unten irgendwann mal welche Leute feiern, die von irgendwelchen Ecken herkommen. 23:30. Die Abfallbetriebe schicken ihre Kehrmaschinen. Auch das ein Versuch der Stadt, auf dem Brüsseler Platz für Ruhe zu sorgen. Das passiert öfter, dass sie dann gar nicht mehr reinigen und auch nicht aufräumen, sondern dass sie die Masse lassen, wie sie ist, weil sie auch Angst haben vor der Aggression. In dieser Nacht bleibt alles friedlich. Die Reinigungskräfte machen ungestört ihre Arbeit. Der Müll wird beseitigt. Die Feiernden bleiben. In München wird nachts nicht nur am Gärtnerplatz gefeiert. Auch die umliegenden Straßen gelten als Partyzone. Besonders in der Müllerstraße haben sich in den letzten Jahren immer mehr Kneipen und Diskotheken angesiedelt. Einer der beliebtesten Clubs ist das Pimpernel. Hier wird am Wochenende bis 7 Uhr morgens durchgemacht. Clubbetreiber Sven Künast ist seit 25 Jahren im Geschäft. Das ist ein Ballermann, der sich hier entwickelt hat. Also wenn die Gastro sich ein bisschen breiter gestreut hätte oder wenn man das gestreut hätte, wäre das vielleicht nicht so ein Problem geworden. Aber dieses Problem ist jetzt da und man wird es fast nicht mehr rückgängig machen können. Und ich kann wirklich jeden Anwohner verstehen, der hier wegzieht. Zurück am Gärtnerplatz. Es ist mittlerweile 2 Uhr. Gertraud Baumgartner und Dilek Demircan haben immer noch viel zu tun. Immer wieder müssen die Konfliktmanagerinnen Feiernde zur Ruhe ermahnen. Und manchmal treffen sie dabei auf völliges Unverständnis. Es ist schon noch 2 und ihr seid wahnsinnig. Ihr seid nicht aufgefallen. Und für eine Stadt, die sich als Studentenstadt schimpft, es ist 2 Uhr. Und jeder Studentenstadt ist um 2 Uhr, da steppt der Bär, pardon. Und da kommt keine Aufsicht, die sich über irgendwas stellt, nein. Die ärgern sich über die Entwicklung dieser Stadt. Sie sind jung, sie sagen, die Räume, die sie gern nutzen, die werden geschlossen, die werden ihnen genommen. Und sie haben einfach wenig Platz. Und das stimmt, das muss man sagen. In der Stadt wie München ist wenig Platz für Menschen, die nicht in der Lage sind, kommerziell da mitzuhalten. 4 Uhr morgens. Endlich Ruhe am Gärtnerplatz. Also für heute reicht's. Jetzt sind wir echt müde. Es ist 4 und morgen fangen wir wieder von vorne an. Genau.